Rindsfilet Wellington. Hallo zusammen, heute gehen wir wieder in die Festtagsvorbereitungen und machen zusammen ein Rindsfilet Wellington. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. In der ursprünglichen klassischen Variante ist logischerweise Rindsfilet und dann eine Champignon-Farce, also eine Füllung mit noch Trüffel drinnen und Gänseleber. Es gibt die aus dem Lehrbuch, wo Kalbsfleisch auch noch drin ist. Ich mache jetzt eine ganz einfache, einfach nur mit Champignon. Aber die könnt hier natürlich variieren, wie ihr wollt. Für 4 Personen nehme ich 800 Gramm Rindsfilet. Für gewöhnlich nimmt man das Mittelstück. Ich persönlich finde aber immer, gerade um die Festtage herum, alle wollen das Mittelstück, Kopf, und der Spitz bleibt hängen. Und das will man dann daraus machen in den Metzgereien. Klar wird es weiterverwertet. Aber es ist ein bisschen schade, darum habe ich jetzt extra einen Kopf genommen. Funktioniert nämlich auch ganz gut, ist auch wunderbar zart. Dann würzen wir jetzt. Und das zwar ohne Salz. Wenn man mit Salz würzen will, erst nachher bitte. Salz verhindert eine Porenschliessung. Und der Saft tritt einfach aus. Ich nehme für das jetzt ein Einfachgewürz vom Bünzli. Das hat kein Salz drin, sondern nur Gewürz, ist ein bisschen rassig. Kann ich nur empfehlen. Alternativ kann man natürlich einfach ein bisschen mit Paprika, Chili, wenn man will. Oder auch ein bisschen mit Kräuter. Dann erhitzen wir ein bisschen Butter in einer Bratpfanne. Und dann ist Filet ringsum 5-6 Minuten lang schön anbraten. Beim Anbraten auch schauen, dass wir auch die Seiten anbraten, oben und unten auch. Dann nehmen wir das Fleisch aus der Pfanne und auf einem Gitter komplett auskühlen. Die Pfanne wollen wir nicht abwaschen, die stellen wir auf die Seite, die brauchen wir nachher noch. Dann machen wir Champignon bereit. Für das nehmen wir 250 Gramm Champignon. Wer möchte, kann natürlich mehr nehmen. Dann die Feinblätter schneiden. Dann brauchen wir etwa 2 Esslöffel Peterli gehackt, 1 Zweig Thymian, dann tun wir einfach blättern, nur blättern, den Stiel nicht. Etwa ein halbes Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Curry und etwa ein Viertel Teelöffel Paprikapulver. Und noch einen Esslöffel frisch gepressten Zitronensaft. Dann erhitzen wir in der gleichen Bratpfanne, in der wir vorher das Filet anbraten haben, etwa 20 Gramm Butter. Die ganzen Röststoffe und Gewürzaromen, die haben die Pilze jetzt gern. Dann dünsten wir die Champignon kurz drinnen an. Mit kurz meine ich auch kurz. Dann geben wir den Esslöffel Zitronensaft dazu. Das zieht jetzt nachher auch noch ein bisschen Saft aus den Champignon raus. Jetzt dünsten wir sie weiter dünsten, bis der komplette Saft nachher verschwunden ist. Alles verdunstet ist. Dann nehmen wir die Champignon aus der Pfanne, geben sie in eine Schüssel. Geben Gewürz und Kräuter dazu. Dann alles gut verrühren. Und lassen es nachher komplett auskühlen. In dieser Zeit kann man etwas anderes machen. Ich gehe jetzt schnell mit dem Hund raus. Bis später. Dann nehmen wir Champignon nochmal ein bisschen abtropfen. Und noch ein bisschen hacken. Wer will, kann sie natürlich auch ganz lassen. Ich hacke einfach einmal grob drüber. Wer möchte, kann jetzt hier natürlich eben noch ein bisschen Gänseleber rein tun. Man kann auch ein bisschen Trüffel rein tun noch. Oder natürlich auch ein bisschen Trüffelöl. Dann nehmen wir einen rechteckigen Blätterteig. Und den Pilz schön flach in der Länge vom Filet drauflegen. Dann legen wir das Filet drauf. Und dann den Rest noch ein bisschen dran an und ein bisschen drüber rein verteilen. Dann nehmen wir ein Ei, das ein bisschen verquirlen und die Ränder damit einstreichen. Dann klappen wir schön luftig zu einem Päckchen zusammen. Die Notstellen selber drücken wir gut andrücken. Dann legen wir es mit der Not gegen unten auf ein Backblech mit Blechreinpapier
und heizen den Backofen auf 200 Grad Umluft vor. Dann nehmen wir einen zweiten Blätterteig und schneiden den in etwa 1 cm dicke Streifen. Es muss nicht der ganze sein, etwa eine halbe Länge. Die Streifen können wir jetzt auch noch schön mit Ei einstreichen. Dann legen wir die Streifen schön ein bisschen Abstand mit dem Ei nach unten über den Teig. Und nachher in die andere Richtung auch noch, damit wir ein schönes Muster haben. Die Streifen drücken wir von Hand leicht andrücken. Dann nehmen wir eine Gabel und das Ganze gut einstechen. Überall ein bisschen. Nicht bis aufs Fleisch, aber nur den Teig. Und dann tun wir den Rest auch noch mit dem Ei einpinseln. Dann schieben wir es in die Unterhälfte vom Backofen und backen es für ca. 35-40 Minuten. Je nach Dicke vom Filet. Wer will, kann es mit einem Fleischthermometer noch reinstechen. Bei der dicksten Stelle nicht ganz durch, nur bis in die Mitte vom Fleisch. Bei 48 bis 50 Grad rausnehmen. Wenn es aus dem Ofen kommt, lassen wir es 10 Minuten stehen. Fertig ist unser Filet Wellington. Gut dazu passen, tut jetzt natürlich ein Portweinsäusseli oder ein Madeirsäusseli. Ich habe sehr gerne Natur, dann schmeckt das Fleisch etwas besser. Ist aber natürlich Geschmackssache. Dazu passt natürlich verschiedenes Gemüse, selber gemachte Erdäpfelkroketten. Oder auch ein bisschen Pommes frites. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.